Ja, hallo Leute und willkommen zu diesem kleinen Infovideo zum Thema Pen and Paper und dem Abenteuer Steampunk Symphony. Mein Kaffee steht bereit, also bin ich es auch. Und daher kommen wir erstmal zur Frage, was ist denn Pen and Paper überhaupt für die, die sich nicht mit diesem Thema auskennen? Pen and Paper ist im Grunde, man könnte sagen, ein Videospiel, was aber im Kopf gespielt wird. Das Einzige, was man dazu hat, ist kein Controller, sondern einfach nur Stift und Papier und ein paar Würfel. Letzten Endes verkörpert jeder Spieler einen Charakter, der über einen Charakterbogen, also das Paper, festgelegt wurde, worauf Skills eingetragen sind, Werte und was der Charakter so alles kann, also wie in einem RPG. Und ich als Spielleiter geleite dann die Spieler durch die Gedankenwelt, also sozusagen durch die erfundene Welt des Abenteuers. Dazu bin ich sozusagen auch ihre Sinne, also ich sage ihnen, was sie riechen, ich sage ihnen, was sie sehen, ich sage ihnen, was sie fühlen, nur ich sage ihnen nicht, was sie zu machen haben. Denn das entscheiden sie nämlich selber und das bringt den ganzen Reiz, denn man sollte es möglichst realistisch halten in den meisten Fällen und dann kommen halt sehr, sehr viele witzige Situationen heraus, dadurch, dass jeder Spieler frei entscheiden kann, was sein Charakter denn in dieser Situation tun würde. Nur weil ich sage, man sollte es möglichst realistisch halten, heißt es nicht, dass keine Fantasy-Elemente enthalten sein können. Es geht einfach nur darum, dass man sagt, dass zum Beispiel ein kleiner, schmächtiger Typ jetzt keinen riesigen Stein heben kann. Einfach mal so. Genau. Der Charakterbogen. Also man könnte ja erstmal allgemein sagen, für die, die sich auskennen, wir spielen nach keinem bestimmten Regelwerk. Wir haben uns einen Charakterbogen selbst ausgedacht. Wir haben bereits, ich glaube, 12 Runden mal gespielt. Offline natürlich, alle nur getroffen. Und wir haben bisher auch noch nie ein vorbereitetes Abenteuer gespielt. Wir haben von Anfang an immer uns einfach mal einen kleinen Charakterbogen entwickelt, den immer weiter entworfen, also weiter verbessert und so weiter. Und jetzt haben wir sozusagen zwei Varianten, eine Kurzversion und eine Langversion. Welche wir dann bei Steampunk Symphony nehmen, das wird sich noch zeigen. Aber ansonsten, genau, habe ich auch jedes Abenteuer bisher selbst geschrieben und so auch Steampunk Symphony. Was uns gleich zu diesem Thema bringt. Wenn alles wie geplant läuft, spielen wir das Abenteuer am 2.6. Und zum ersten Mal machen wir auch ein Pen and Paper im Discord. Das wird eh sehr interessant und ich hoffe auch, dass es so lustig wird wie die meisten der Runden, die wir alle natürlich offline gespielt haben. Und ich werde das Ganze natürlich aufnehmen. Das heißt, es wird etwas mehr Podcast-mäßig. Es gibt dementsprechend nur Audiodateien, aber ich werde das Ganze auch etwas visuell gestalten, denke ich mal. Und besonders werde ich ein wenig atmosphärische Musik noch dazufügen und vielleicht ab und zu ein paar Geräusche da, wo es eben passt. So, dass es halt eine sehr schöne Videoerfahrung auch wird und nicht nur live sehr witzig sein kann. Außerdem ist es ein tolles Gefühl, das Ganze mal archiviert zu wissen. Zu den Spielern. Denn ich habe mich drum bemüht, die Originalrunde von unserem allerersten Pen and Paper damals wieder zu versammeln. Das heißt, wir werden spielen mit Cooler 3481, wir werden spielen mit Ninko Smash und wir werden auch spielen mit Heri Plays, aka Piste Smoke, aka Heribert, keine Ahnung, nennt ihn wie ihr wollt, der Typ ist ein Meme. Gut, alles weitere werde ich nach und nach hochladen. Ich werde versuchen, vorher sozusagen ein Video zu machen, wo ich alle Charaktere vorstelle. Entweder bekommt jeder einzelne Charakter ein einzelnes Video oder ich werde alles zusammenpacken, das werde ich noch sehen, wie ich es mache. Und ein Setting-Video findet ihr auch. Und ansonsten hoffe ich, ihr freut euch so wie wir auf das Pen and Paper. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin Siano257 und ciao.